Lass uns mal ein bisschen über das Thema Reinigung sprechen. Immer noch ein Thema, was ganz, ganz viele vernachlässigen. Ich habe euch mal meine Reinigungsprodukte mitgebracht, erkläre euch ein bisschen die Unterschiede und hoffe, ich begeistere euch für das Thema Gesichtsreinigung. Abonniert noch schnell meinen Kanal und dann geht's los. Bonjour, Beauty, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin ein bisschen drüber heute. Und ich sage euch, wie es ist. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, jetzt zu drehen, aber ich habe mich doch inspirieren lassen. Und zwar möchte ich mit euch heute über ein sehr wichtiges Thema reden, meiner Meinung nach. Denn ich denke, es ist immer noch ein Thema, was von vielen sehr vernachlässigt wird, beziehungsweise es ist ein Thema in der Pflegeroutine, was meiner Meinung nach einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. So, um was geht's? Es geht um das Thema Reinigung. Ich weiß, sorry, ich habe hier mein Light in front of me und es blendet in der Brille, aber ich habe dann immer keinen Bock, so für eine Stunde oder zwei Stunden meine Kontaktlinse reinzumachen. Wir versuchen es so. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem alle ganz so lieb. So. Warum ist mir das Thema Reinigung so wichtig? Ich merke, ehrlich gesagt, schon, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und das Gute ist, ich bin ja auch, was manche Sachen betrifft, manchmal sehr faul. witzigerweise auch in Bezug auf die Branche, die ich ja so sehr liebe. Und in diesen Phasen, wo ich mir denke, nein, keine Zeit, viel zu viel Stress, viel zu viel zu tun, das muss schneller gehen, ich habe keinen Bock. Und dann bin ich an diesem Punkt, wo ich zack müde bin und dann will ich einfach nur sofort ins Bett. Und wenn ich mich bis dahin noch nicht abgereinigt habe, dann kann das schon auch mal schief gehen, auch morgens. Aber in der Regel bemühe ich mich, das wirklich zu machen. Und ich bin ja schon ein Reinigungsjunkie, auch was die unterschiedlichen Produkte betrifft. Also ich habe sehr gern sehr unterschiedliche Reinigungsprodukte und ich möchte euch... Oh, ich kann das nicht. So. Sorry. Deswegen kann ich euch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, ich merke das immer sofort, wenn ich die Haut... Beziehungsweise wenn ich diese Phasen habe, wo ich einfach durch bin und nicht genug Zeit in meine Skincare investiere, dann sieht man das sofort. Dann sehe ich das sofort hier, ich sehe das sofort hier und es rächt sich einfach. Und darauf will ich aber auch eigentlich hinaus, dass es ganz, ganz viele gibt, die mit dem Thema Unreinheiten auf der Haut zu kämpfen haben, die sich oft nicht einfach gescheit reinigen. Und für diesen Reinigungsprodukt gleichgesetzt ist mit Abschminke. Und deswegen muss ich hier an dieser Stelle wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Sonst kann ich heute nicht beruhigt ins Bett gehen. Deswegen sprechen wir über das Thema Reinigung. Also Abschminken ist nicht gleich Reinigen. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Sondern ich kann mich im ersten Schritt abschminken. Dafür brauche ich gewisse Öle in der Reinigung, damit das Ganze auch funktioniert. Da gibt es bei mir persönlich jetzt schon extreme Unterschiede, denn es gibt verschiedene Reinigungsprodukte, die kriege ich mir dann in die Augen, das brennt, haben so zwei Phasendinger, wo ich schütteln muss und dann läuft das auch alles in die Augen und das brennt mir dann auch in den Augen. Also es ist für mich ein bisschen ein zickiges Thema, ein gutes Abschminkprodukt zu finden. Und dann gibt es halt eben noch die Reinigung, die klassische Gesichtsreinigung, die halt einfach dafür da ist, die Haut tiefen zu reinigen sozusagen. So. Und deswegen habe ich jetzt mal aus meinem Bädchen, aus meinem süßen Kleinen, alle meine aktuellen Reinigungsprodukte mitgebracht und erkläre euch, wann ich was benutze und was so ein bisschen die Unterschiede sind, damit ihr das vielleicht auch einfach besser verstehen könnt. So, fang an morgens. Wenn ihr aufsteht, ihr solltet eure Haut im Optimalfall reinigen. Warum? Weil auch über Nacht die Haut arbeitet, die produziert. Bei mir ist zum Beispiel Letty auch mit dem Bett, ist auch nochmal Dreck, wir machen Dreck, alles ist dreckig und alles liegt auf der Haut drauf. Und es ist natürlich auch für die Pflege, also für die Wirkstoffe, für die Produkte, die ihr morgens auftragt, natürlich viel, viel schöner, wenn es auf einer frisch gereinigten, sauberen Haut aufgetragen wird und nicht auf dem ganzen Siff, der sich über Nacht angesammelt hat. So, ergo bin ich jetzt selber ein Mensch, der morgens sehr, sehr müde ist, der vor dem ersten Kaffee am liebsten gar nicht angesprochen werden möchte. Und entsprechend schnell und unkompliziert muss meine morgendliche Reinigung sein. Im Moment habe ich zwei verschiedene Produkte, die ich morgens benutze. Zum einen ist es von Cosmetics 27, der Pure 27 Cleanser. Erstens, weil es die neue Reinigung ist und ich die unbedingt probieren wollte. Und ich feiere die
richtig. Das ist wirklich mal eine sehr, 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 sehr geile Reinigungstextur. Und das ist halt ein Cleanser, der einfach intensiv die Haut reinigt. Der Pure 27 Cleanser ist jetzt ein Produkt, der halt eben gezielt so ein bisschen für die ölige, unreine Haut gemacht ist. Also der klärt auch intensiv. Und der möchte nicht an die Augenpartie. Und das ist halt für morgens perfekt, weil ich habe ja kein Augen-Make-up irgendwie dran, dass ich da groß stark reinigen muss, sondern ich fokussiere mich eben auf die Haut und spare die Partie um die Augen aus. Und da geht er halt echt gut. Und ich finde den so genial, weil erstens, das ist aber so ein Tick von mir, ich liebe ja die Marke an sich schon seit Jahren und ich habe mich halt an den Geruch sehr gewöhnt. Und er riecht halt so richtig nach C27. Also ich, das ist einfach so dieses reine, kräutrige. Also jemand, der, und das ist halt das Paradoxe bei mir, weil ich liebe ja schon auch parfümierte Kosmetik. Ich bin ja so ein bisschen ein Crazy Kid, was das angeht. Aber weil ich halt eben so extrem viele positive Assoziationen mit der Marke habe, und mich einfach so an diesen Duft gewöhnt habe, ich liebe es einfach. Und das ist eine Geltextur. Ich versuche das mal jetzt zu demonstrieren, ja. Ich habe jetzt hier kein Wasser. Das Coole aber bei dem finde ich, deswegen muss ich den einfach zeigen, das ist eine Geltextur, der kommt aber auf die nasse Haut. Und der wird so schäumig, ja, wenn man den mit Wasser theoretisch aufemulgiert. Jetzt passiert halt nichts. Ja, so ein bisschen. Nee. Aber der kommt auf die feuchte Haut und der schäumt richtig fluffig. Also ich finde, das ist so eine ganz andere Dimension von Schaum, was der hat. So sauber rein. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass die Tenside, also Tenside, die Inhaltsstoffe, die ich brauche, um diesen Schaum zu bilden, dass die irgendwie so aggressiv sind, dass sie mir die Haut wieder austrocknen, sondern dass es irgendwie so entsteht so zufällig und sich dabei einfach total fluffig anfühlt. Und es ist eine Reinigung für die unreine Haut, die aber nicht so extrem brennt oder so. Bei manchen habe ich das Gefühl, dass die einfach so vollgestopft sind mit Alkohol, dass die mir die ganze Haut austrocknen. Und das Gefühl habe ich hier nicht, sondern ich habe danach, wenn ich die mit der heißen Kompresse runterwasche, einfach das Gefühl, okay, die Haut ist rein, die Haut ist sauber. Aber trotzdem gleichzeitig genährt und total beruhigt und in Balance und ready for was auch immer. Also deswegen feiere ich die wirklich. An anderen Tagen, wenn ich keine Lust habe, morgens nur da rumzuschäumen, sondern einfach drauf und tschüss, nehme ich im Moment das hier von Chanel, Le de Mousse Water to Foam Cleanser. Warum nehme ich den? Ja, weil ich ihn halt habe und weil ich halt irgendwie finde, das ist halt wirklich so ein fertiges Schaumprodukt, ja, da kommt ein fertiger Schaum raus. Ein, zwei Pumper nehme ich daher und spare halt auch die Augenpartie wieder aus. Und ich finde generell diese fluffige Schaumtextur, die ist halt für den Tag, für den Morgen, ist die halt total erfrischend. Das geht super schnell. Ich muss da nichts aufemulgieren. Es fühlt sich ganz fluffig an und der riecht halt auch sehr gut. Das ist halt wieder das Chanel, ne? Ist halt parfümiert, also es riecht lecker. Für eine sensible Haut finde ich grundsätzlich, nicht das jetzt gezielt von Chanel, sondern dass grundsätzlich diese Art von Reinigungsprodukt nicht gut geeignet ist, weil einfach durch die Formulierung und jetzt hier ganz oft sind die natürlich auch parfümiert, aber davon mal abgesehen. Aber da gibt es bessere Varianten. Das sind die zwei, die ich im Moment persönlich nehme. So. Früher habe ich den auch mal morgens genommen. Da war ich ganz fleißig. Zu dem komme ich aber später noch. Aber da bin ich inzwischen einfach zu faul. Und da meine Haut jetzt im Moment halt öfter mal wieder dazu neigt, diese Eskalation zu bekommen, bin ich halt vor allem mit dem Pure 27 Cleanser ganz gut dabei. So. Jetzt sind wir außer Haus, wir sind arbeiten, bla bla bla. Wir kommen abends heim, wir wollen uns abschminken. Und da habe ich zwei bis drei verschiedene Produkte. Ich zeige euch mein persönliches Highlight, was ich gerade hüte wie einen kleinen Schatz, weil ich das Produkt, das ist das letzte, ich werde das nicht mehr bekommen. Ja, und ich sage euch auch warum. Das ist ein Abschminkbalsam von der Marke Pupa Milano. Und die Marke Pupa hat sich ja entschieden,
andere Vertriebswege in Deutschland zu gehen. Und deswegen haben die ihrem Distributionspartner in Deutschland, der die seit keine Ahnung wie vielen Jahren betreut hat, haben die einfach mal so, tschüss, weg, danke für nix. Und wir gehen dann jetzt in die Drogerie und hast du nicht gesehen. Und nicht falsch verstehen, aber ich finde halt so eine Entscheidung schon ziemlich krass. Sowohl für den Vertrieb als auch für die privat geführte Parfümerie, überall, wo es die Marke halt gab. Das ist halt so eine richtige Klatsche. Und deshalb habe ich halt dieses eine Stück noch. Und ich könnte mir zwar mit Sicherheit das dann irgendwo wieder nachbestellen, werde ich aber nicht machen, weil ich diese Entscheidung, die diese Marke gemacht hat, einfach nicht unterstützen möchte. Also sollte ich irgendwann mal wieder nach Italien oder so kommen und finde da eine Drogerie, wo es Pupa gibt, dann kann es sein, dass ich mir das nochmal kaufe. Aber hier in Deutschland werde ich mir das definitiv nicht kaufen. Und deswegen bin ich halt so ein bisschen traurig, weil ich habe es echt sehr, sehr geliebt. Witzigerweise schon vor Jahren habe ich das, wo die neu rauskamen, fand ich das so genial. Und damals habe ich auch Make-up-Seminare bei meiner Mama noch gemacht. Und da habe ich das den Kunden auch immer empfohlen. Und dann war das Produkt halt irgendwann leer und aus meinem Kopf so draußen, weil ich habe ja in vielen Marken gearbeitet und viele verschiedene Produkte auch kennengelernt. Und irgendwann hat mir meine Mama erzählt, ja, die Kundin war da und du hast ja mal vor ewigen Zeiten einen Schminkkurs gegeben und die will das Produkt haben und ne, sowas war das und hin und her. Und ich so, boah, stimmt, da war ja was. Und dann ist es wieder in meinen Kopf so richtig. Und dann musste Mama mir natürlich unbedingt sofort eins organisieren. Ja, und deswegen hüte ich das aber. Also ihr seht, ich habe auch noch sehr viel drinne, weil ich dann relativ schnell eben diese Info bekommen habe. Und seitdem traue ich mich dann nicht so richtig dran. Das Gute ist, man braucht nur sehr, sehr wenig von dem Produkt. Was ist das hier zum Teufel? Das ist halt wirklich so ein Balsam. Aber diese Textur von diesem Balsam, boah, die ist sagenhaft. Die ist so weich. Die mache ich mir direkt auf die trockene Haut, also abends, sobald ich ins Bad gehe sozusagen, nehme ich mir ein bisschen von diesem Balsam raus. Ich nehme es jetzt nicht, weil ich habe gerade erklärt, warum ich das hüte wie ein Schatz. Und ihr schmilzt das ganz bisschen auf und dann wird es direkt auf das Make-up, auf die trockene Haut, einfach wumms drauf aufgetragen, ja. Auch auf den Augen. Und das ist halt das Coole, weil ich bin ja bei den Augen, was die Augen betrifft, extrem empfindlich. Bei mir brennt einfach alles in den Augen. Es ist zum Kotzen, wirklich. Und es gibt so eine Handvoll Produkte, die halt bei mir einfach super probieren, funktionieren. Ich habe auch manchmal, muss ich jetzt zugeben, nach den ganzen Jahren ein bisschen Angst, manchmal andere Make-up-Entferner-Produkte zu testen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, weil es dauert dann ewig, bis sich meine Augen wieder beruhigt haben und dann sehe ich wieder nichts. So, also der geht super bei mir auf dem Augen-Make-up. Es brennt nichts. Das Make-up, der nimmt auch wasserfeste Sachen. Das stärkste und krasseste Make-up nimmt er einfach runter. Und ihr massiert halt das komplette Make-up damit auf. Das wird so ein bisschen ölig, weich auf der Haut. Und dann wird es halt mit einer heißen Kompresse runtergewaschen. Also ihr könnt es auch einfach so mit Wasser abwaschen. Aber ich finde, mit der Kompresse kann man das halt so schön abnehmen. Und von so einer Art Produkt braucht man halt nur ganz, ganz, ganz wenig. Ich meine, inzwischen gibt es ja von sehr vielen Marken so Abschminkbalsame. Aber ich finde, diese Textur war schon einzigartig, weil die ist so fluffig weich, so musig weich. Ich habe nicht so dieses extreme Balsamgefühl, weil bei vielen ist das ja wirklich wie so eine Wachspaste. Und der ist schon vom ersten Moment an, wo ich das Produkt aus dem Tiegel nehme, ist der einfach super flauschig, soft weich. Und ich liebe diesen Duft. Und es ist so ein 0815 Basic Cremeduft, aber weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Produkt schon so lange habe. So, also this one. Jetzt kommt kurz einmal ein Brummer, einfach vom Preis her, ja. Weil die anderen, die sind so, ja, ich sag mal jetzt plus minus 50 Euro. Pupa ist günstiger, definitiv. Jetzt kommt gerade ein Preisbrummer, weil diese Reinigung kostet, glaube ich, mal schlappe 150 Euro und ich liebe diese Textur. Sensai Ultimate Cleansing Oil. Es gibt auch ein Cleansing Oil bei Sensai in der normalen Cellular Performance Serie. Das ist auch gut,
Ja, aber es gibt so manche Sachen, so manche Produkte, wenn ihr das einmal benutzt habt, ihr seid verdorben, ihr wollt nichts anderes mehr. Und so war das bei mir mit diesem Ultimate Cleansing Oil. So, warum? Das hat eine Textur, das fühlt sich an wie goldener Nektar. Der brennt mir null in den Augen. Also auch das ist ein Produkt, was ich quasi abends als ersten Reinigungsschritt nehme zum Abschminken komplett. Weil Öl halt einfach super das ganze Make-up runternimmt. Sorry, wenn ihr Geschrei hört. Nochmal geben Vollgas schon den ganzen Tag. Ich kann es nicht ändern. Also diese Textur brennt mir nicht in den Augen. Diese Textur an sich ist der Wahnsinn. Das ist kein einfaches Öl, was so läuft, sondern das ist so eine Art Öl-Honig-Nektar, so fühlt sich das an. Also schon wenn du das spürst auf der Haut, super luxuriös. Du brauchst nur echt wenig. Also deswegen sage ich, das ist so ein, wenn man so ein Reinigungsfreak ist wie ich, ja, dann kann man sich das mal gönnen, weil ich komme mit dieser Flasche extrem lange aus, weil ich nehme wirklich nur so einen Pump und den noch nicht mal richtig durchgedrückt, weil ich den halt einfach zum Abschminken nehme. Ist fast ein bisschen eine Schande, aber ist halt leider geil, was soll ich sagen. Und der riecht toll, der nimmt das Make-up gut runter, diese Textur. Also ich genieße das wirklich. Das ist so eine. Ich zelebriere das, wenn ich mich mit diesem Produkt reinige. So viel dazu. So, und dann gibt es meine Nonplusultra-Reinigung, ohne die ich nicht existieren kann, weil das ist abends mein Reinigungsschritt Nummer 2. Und zwar jeden Abend. Immer. Ich variiere bei dem Step 1. Wie gesagt, manchmal nehme ich das, manchmal nehme ich das, manchmal probiere ich wieder ganz was anderes aus. Aber abends, Reinigungsstep 2, ist immer Maria Galor Nummer 60. Schon seit Jahren. Kann man sich jetzt ein bisschen streiten über die Formulierung. Maria Galor ist ja eine sehr klassische Marke, was die Formulierungen betrifft. Ja, also für die ganzen Clean Beauty Junkies ist es halt nichts. Ich liebe es seit Jahren. Es tut mir gut, es tut meine Haut gut. Und das ist ein Gel, eine Gelreinigungstextur. Da sind so kleine pinke Kügelchen drin. Und es schäumt so fluffig auf der Haut. Das riecht gut, es brennt mir nicht in den Augen. Und das Wichtigste ist, wenn mal mein Cleansing Oil oder das andere Step 1 Make-up Removing Produkt sozusagen nicht volle Arbeit leisten konnte, die Nummer 60 nimmt halt alles runter. Also ich liebe einfach den Duft, die Formulierung, die Textur, brennt nicht, das nimmt alles ab. Also danach habe ich definitiv kein Make-up mehr im Gesicht, außer ich habe richtig krass mit Kajal gearbeitet und habe halt innen im Auge noch Kajal, weil da gehe ich ja mit dem Reiniger nicht hin. Das ist das Einzige, was übrig bleiben würde. Und alles andere ist wirklich einfach weg. Also die ist, wenn ich jetzt mich in meinem Leben für eine Reinigung entscheiden müsste, es wäre definitiv die. Auch wenn die anderen ihre Vorteile haben, aber ich bin die halt einfach seit Jahren schon gewohnt, seit über 10 Jahren. Wie lange nehme ich das Produkt schon? Keine Ahnung. Und ich kann ohne die halt einfach nicht mehr existieren. So. Wenn ich jetzt Phasen habe, wo meine Haut trocken ist, weil es ist ja das Interessante, meine Haut ist ja eine Zicke geworden. Ich habe sie ja zu einer Zicke gemacht, muss ich jetzt zu ihrer Verteidigung dazu sagen. Und da gibt es halt. Man kann sich halt, dann ist halt das eigentlich nicht mal die perfekte Reinigung, sondern dann brauche ich eigentlich eine Reinigungsmilch. Was Mildes, was beruhigt, Ausgleich nährt. Und das tut das halt nicht. Ja? Und dann mache ich einen dritten Reinigungsstep ohne Schmarrn. Wollte jetzt Scheiß sagen, aber mich ja zusammenreißen. Also dann mache ich einen dritten Reinigungsstep, weil ich dann schon mit der Reinigung wieder meine Haut ausbalancieren möchte, versorgen möchte, nähren möchte. Weil ich das Gefühl habe manchmal, dass wenn ich jetzt so extrem trocken bin und ich reinige mit der 60 ab und ich mache mein Rosenwasser drauf und würde dann mein Serum nehmen, dass das irgendwie nicht reicht, sondern da brauche ich mehr. Und das sind die Phasen, wo ich dann den Cleanser 27 noch benutze. Das ist die erste Reinigung von C27. Das kleine Döschen. Und hier seht ihr nämlich mal den Unterschied. Also auch das ist ein Reinigungsbalsam. Schon ein bisschen mehr geliebt von mir. Und das
Brennt mir aber in den Augen. Also den kann ich in den Augen nicht abhaben. Geht einfach nicht. Brennt bei mir. Warum auch immer. Der halt nicht. Den. Und das ist halt der Grund, warum ich ihn dann als dritten Step mache. Weil zum Abschminken kann ich ihn nicht nehmen. Er brennt. Als zweiten Step ist er mir, dann ist, fehlt mir so dieses Quietsche-Saubereien-Gefühl. Und deswegen mache ich erstmal Make-up-Removing, dann Quietsche-Saubereien und dann nochmal nähren mit der Reinigung. Und das ist ja so ein Balsamprodukt, was man dann auch nochmal auf die eher trockene Haut, das heißt, ich wasche das runter, wasche das ab, nimm ein Handtuch, trockne mir die Haut ab, nimm mal ein bisschen davon, von dem Cleanser 27, emulgiere das ein bisschen auf, weil dieses Wachs wird auch ölig und dann massiere ich das auf der Haut so lange, bis es richtig komplett ölig ist. Bis keine wachsige weiße Textur mehr zu sehen ist, sondern bis es komplett ölig ist. Und in der aktuellen Formulierung, das wird sich aber in Zukunft ändern, sind noch mikronisierte Bambuspulverkügelchen mit drin für einen ganz, ganz leichten, zarten Peeling-Effekt. Das spürt man halt einfach auch, während man es einfach so cool aufmassiert. So. Danach wird es nicht sofort runtergewaschen, sondern Hände werden nass gemacht. Und ich emulgiere das mit nassen Händen auf. Und dann wasche ich es runter. So, und das ist halt einfach, nachdem ihr das runtergemacht habt und jeder von euch, der eine sensible Haut, eine trockene Haut hat, der muss diesen Cleanser probieren, weil das ist wirklich, da spürt man sofort den Unterschied, was das ausmacht, wenn man eine gescheite Reinigung hat. Weil die Haut ist wieder sofort in Balance genährt, butterweich und du denkst dir so, wie kann eine Reinigung das einfach schaffen, dass die Haut sich so anfühlt danach. Aber es geht. So. Und das waren schon meine Reinigungsprodukte, aber da seht ihr vielleicht einfach den Unterschied, wofür nehme ich das eine her, wofür nehme ich das. Natürlich will ich euch jetzt nicht mit diesem Video sagen, dass ihr 5 verschiedene Reinigungsprodukte braucht. Ich bin da ein bisschen ein Freak, was das betrifft, weil für mich ist ja, wenn ich das schon mache, dann will ich es auch zelebrieren und dann nehme ich mir in dem Moment das Perfekte raus, ja. Und das ist halt so meine Skincare-Routine für mich, beziehungsweise die Reinigung meistens noch mehr als jetzt das Thema Pflege und Serum und keine Ahnung. Also es gibt auch ganz, ganz viele Abende, wo ich sage, okay, ich reinige mich gescheit, mache mein Rosenwasser drauf und mache nichts mehr abends drauf. Auch das kommt vor und nicht zu selten. Und das sind halt bei mir immer Phasen. Ich brauche da Spielraum, ich will da variieren. Was mir aber wichtig ist, ist, dass ihr euch damit beschäftigt. Warum zeige ich euch das alles? Es gibt unheimlich viele verschiedene Reinigungstexturen in unterschiedlichen Preissegmenten, die für eure Haut, für euren Hautzustand, für eure persönlichen Bedürfnisse, also was euch wichtig ist, wie soll das sich anfühlen, wie soll das duften, soll es eine pinke Flasche sein oder was auch immer. Es gibt ja heutzutage so viel, dass man auf jeden Fall für euch die perfekte Möglichkeit finden kann. Und wenn ihr Fragen zum Thema Reinigung habt, dann stellt sie mir. Ich werde sie euch sehr, sehr gerne beantworten. Jetzt habt ihr schon mal so eine kleine Reinigungsinspiration von mir gesehen. Ja, dann gebt mal einen Daumen hoch. Danke. Danke fürs Zuschauen. Und ich gehe mich jetzt mal reinigen. Bis zum nächsten Video.